Hallo und herzlich willkommen zu einem News-Video. Ich habe wieder die Beauty Press Newsbox bekommen und da sind super, super interessante Produkte drin gewesen. Deswegen mache ich auch dieses Mal wieder ein Video dazu. Und außerdem habe ich von Marken, die ich über Beauty Press von dem Event kennengelernt habe, noch ein paar Produkte zugeschickt bekommen. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich die auch hier mit ins Video mit reinnehmen. Und ja, wir legen los und außerdem möchte ich am Ende des Videos auch noch was verlosen, deswegen bleibt unbedingt dran. Ja, ich beginne erstmal mit Luvos. Das ist ja mitunter eine meiner liebsten Marken geworden. Ich empfehle so ziemlich in jedem Video die Luvos Heilerde-Kapseln und außerdem gibt es ja auch super tolle Masken von der Marke und ich habe zugeschickt bekommen, Leute, unfassbar, das alles und zwar für euch. Das ist der Wahnsinn und zwar sind das 3 Sets A4 Masken. Einmal die Anti-Pollution Maske für alle Hauttypen, dann die Clean Peel Maske, ja. Peelt sanft, glättet zart, verfeinert das Hautbild, Soforteffekt, vegan. Alles sind vegan. Dann Anti-Stress-Maske, mitgedacht, das sind gleich 2 Stück, 2 Anwendungen. Ja, wer hat keinen Stress? Ja, das hier und dann noch die Anti-Pickel-Maske. Und wie gesagt, 3 gesamte Sets und die darf ich an euch verlosen. Deswegen schaut unbedingt in den nächsten Videos rein, weil ich werde die demnächst verlosen. Und ja, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Dann, ja, ich mache weiter mit der Marke, die ich auch über Beauty Press kennengelernt habe. Und zwar ist das Gewohl. Die haben super, super schöne Produkte für die Füße und jetzt auch eine schöne Handcreme aus der Balance-Reihe. Die sieht so aus. Schöne, clean Verpackung. Ist mit weißem Teeextrakt und riecht wahnsinnig gut. Da gibt es auch was für die Füße, eine Beinlotion und ja, da gibt es viele Produkte. Was ich aber besonders schön finde, ist hier die Verpackung, weil das so ein Pumpspender ist. Das ist dann halt auch hygienisch. Und man kriegt halt auch alles raus, weil sich das halt so hochpumpt, muss nicht so drücken. Gerade wenn die Hände sowieso rissig und angegriffen sind, ist das schöner, wenn man das so pumpen kann und muss nicht noch drauf rumdrücken und das aufschneiden und was weiß ich. Deswegen finde ich das schön, dass das hier so gelöst wurde. 50 ml sind enthalten, regeneriert und schützt gestresste Haut. Ein probiotisches Pflegekonzept und ich finde das echt schön und da war auch noch was mit dabei und zwar für unterwegs Seifenblättchen. Sehr, sehr schön. Das riecht so gut und das werde ich mir gleich mal in die Handtasche packen, weil oftmals, ja, ist es leider so, dass die Seife dann leer ist, wenn man irgendwo ist. Und ja, wir möchten jetzt wahrscheinlich demnächst auch noch in den Holiday Park gehen, weil da jetzt eventuell, je nachdem, wenn es Corona zulässt, bestimmt auch schön dekoriert ist. Und die Kleine hat sich's gewünscht. Und ja, da werde ich das auf jeden Fall mitnehmen, weil, wie gesagt, oftmals sind die Seifen leider leer. Super schön, in so einer Metalldose kam das an. Wahnsinnig toll und alle Produkte werde ich euch verlinken, sofern ich die finde. Deswegen schaut auch in die Infobox und natürlich auch wegen der Verlosung. Dann geht es weiter mit dem, was in der Box drin war und da war etwas von dieser Marke hier drin und das fand ich sehr schön, dass es mit drin war. Von Bioxin, jetzt gerade im Herbst ist es ja auch wieder so, dass auch einige an Haarausfall leiden, weil das jetzt wieder so eine Wetterumstellung ist und dann oft auch im Frühjahr die Leute wieder an Haarausfall leiden. Und das ist so ein pflanzliches Pflegeshampoo bei Haarausfall. Pflegt, kräftigt und schützt. Und ja, da habe ich das hier. Werde ich auf jeden Fall benutzen und ausprobieren. Ich hatte davon schon mal was da. Das habe ich dann aber einer Freundin weitergegeben. Und weil die Probleme hatte zu der Zeit. Und deswegen, ja, habe ich nur diese Pröbchen ausprobiert. Haben mir vom Geruch her sehr zugesagt. Und waren auch toll anzuwenden, deswegen freue ich mich, dass ich das da habe, weil ich aktuell auch so ein bisschen hier vorne wieder so meine Probleme zu haben. Ja. Dann, wo geht's weiter?
Handcreme von der Marke Styx. Naturkosmetik ist eine schöne Marke und das ist eine Hanf-Handcreme. Sehr interessant. Die Verpackung finde ich richtig schön bio und ja, toll. Gefällt mir für zarte Hände und Händchen. Ja, finde ich richtig, richtig schön und ja, ist aber noch verschlossen, lasse ich jetzt auch zu, weil ja, wieso soll ich jetzt alles aufpacken und dann nachher wird es mir schlecht. Ist auf jeden Fall auch super lange noch haltbar, finde ich sehr gut. Da hat man genügend Zeit aufzubrauchen. Ist bis September 2024 haltbar und wie gesagt, wenn ich das finde, werde ich es euch auch verlinken. Und dann war noch was mit dabei von einer super interessanten Marke, die ich vorher noch gar nicht kannte. Und zwar von Beauté Pacifique. Pacifique? Wie gesagt, ich kenne es nicht. Aber wenn euch das interessiert, dann schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich das mal mit euch ausprobieren, weil das ist nämlich eine Maske. Einmal eine Deep Pore Cleansing Mask. Hole ich mal raus. In so einer schönen Tube. Ja, sieht so, auch so ein bisschen nach ja, Pazifik aus, blau gehalten. 50 Milliliter sind drin. Klingt auf jeden Fall super interessant und werde ich auch ausprobieren. Und ihr werdet es dann entweder im Maskenvideo oder in einem Aufgebraucht-Video sehen. Das kennt ihr schon. Und dann war noch was mit da drin. Sowas hier. Eine kleine Probegröße wahrscheinlich. 20 Milliliter, aber auch echt viel. Und zwar eine Hydrating Mask, also eine Feuchtigkeitsmaske. Interessant. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch da interessiert. Und jetzt kommen wir leider schon zum letzten Produkt, aber das macht gar nichts. Ich finde die Box immer so, so schön. Und ach, das ist so schön, was da noch drin war, Leute. Ein super, super süßes, herbstliches Geschenkset von Alverde Naturkosmetik. Und ihr dürft euch freuen und ich freue mich auch, denn ich werde das Herbstsortiment, ein paar Highlights aus dem Herbstsortiment von Alverde bekommen. Und die möchte ich mit euch ausprobieren. Deswegen schreibt mir jetzt schon in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr euch vorstellen könnt. Und dann kann ich das auch schon mir so ein bisschen zurechtplanen und dann auch für euch umsetzen. Deswegen seid aktiv, schreibt es mir in die Kommentare, dann weiß ich, was euch interessiert. Und das hier heißt jetzt Kleine Helfer und da ist mit drin, das ist so niedlich, eine Handcreme und eine Flüssigseife. Und ja, aktuelle Zeit, sehr, sehr passend. Man muss sich viel die Hände waschen und deswegen braucht man auch eine Handcreme. Und das hier ist so ein bisschen tricky, weil das geht nicht oben auf, sondern hier an der Seite, wo ist das? Ja, hier an der Seite muss man es aufmachen und dann kann man das rausholen. Das sieht so schön aus, das gefällt mir richtig gut. Schaut es euch mal an, Leute, ganz, ganz tolle Verpackung. Das ist so, ja, irgendwie so gedeckt gehalten. Sieht einfach schön aus mit Bio-Gänseblümchen und Bio-Kornblumenextrakt. Toll. Gefällt mir richtig gut. Sieht schön aus. Ui, es wird immer, immer dunkler. Aber ich werde es in der Bearbeitung dann ein bisschen heller machen. Ich habe gerade noch Videos abgedreht. Und beim letzten Video, das war das Goodiebox-Video. Und da war schon der Sonnenuntergang. Und da war das schon ein bisschen golden, das Video. Dann habe ich jetzt gewartet, habe hier ein bisschen aufgeräumt und dachte, komm, ich muss nämlich noch zwei Videos abdrehen, damit hier mal wieder das Chaos entschwindet in unserem Esszimmer, weil ich mir hier immer alles zurechtlege und das ist jetzt die letzten Tage immer mehr geworden, mehr die Box noch gekommen, das noch gekommen, das noch gekommen und ja, das Chaos hat Überhand genommen und ich muss noch zwei Körbe Wäsche zusammenlegen, die sind dann auch noch hier. Ja, gut. Aber es ist alles schön auf der Couch, weil wir haben die Couch im Esszimmer, weil wir haben ja kein Wohnzimmer. Wer es noch nicht wusste, wir haben uns gegen ein Wohnzimmer für ein Kinderzimmer entschieden. Ja, und deswegen ist die Couch im Esszimmer und das Gute ist, es ist total belegt mit Arbeit. Deswegen kann sich auch keiner drauflegen, deswegen wird sich auch keiner drauflegen, bevor die Arbeit erledigt ist. Ne? Hat doch was. Ja, und jetzt habe ich halt gewartet und jetzt ist die Sonne aber schon untergegangen und ich hoffe, das geht noch vom Licht. Naja, ich werde es sehen. Aber ihr werdet es mir sicher verzeihen, aber ich versuche es ein bisschen hochzudrehen in der Bearbeitung.
Kommen wir zur Seife. Letztes Produkt. Flüssigseife sieht so aus. Schöne Verpackung auch wieder. Gefällt mir gut. Und finde ich auch eine schöne Größe zum Nachfüllen. 300 Milliliter passen da rein. Nimmt nicht so viel Platz weg auf dem Waschbecken. Ja, werde ich, wenn es mir nicht abbricht, weil die letzte ist mir leider hier abgebrochen und dann konnte ich es nicht weiterverwenden. Ja, werde ich es weiterverwenden. Und das ist auch mit Bio-Gänseblümchen und Bio-Kornblumenextrakt. Und daran werde ich jetzt mal riechen, weil wir die sowieso demnächst brauchen. Oh, das riecht so typisch Alverde Naturkosmetik. Oh, das riecht so gut. Also mir gefällt es richtig gut. Schön, ja. Und irgendwie, ich habe immer das Problem, dass ich das dann, wenn ich gerochen habe, dann wieder drauf mache, nicht mehr so hinkriege, wie es war und dann steht das immer schief. Dann muss ich immer nochmal aufdrehen, nochmal zu, nochmal auf, nochmal zu, bis ich das wieder richtig drauf habe. Geht es euch auch so? Ja, aber ich musste jetzt mal dran riechen. Musste jetzt sein. Das war's. Jetzt zeige ich euch noch, was ihr gewinnen könnt. Ich zeige es nur mal kurz. Ja, weil es soll auch eine kleine Überraschung sein, auf jeden Fall. Das hier ist die kleine Box, da ist viel, viel drin. Es ist auch, gerade mal gucken, auch dekorative Kosmetik mit dabei. Eigentlich in fast jeder Verlosung ist bei mir dekorative Kosmetik dabei. Super viele Sachen und auch ein extrem hochwertiges Produkt, super schön auf jeden Fall. Ihr dürft gespannt sein und das werde ich für euch dann fertig machen. Und ja, deswegen macht unbedingt mit, schaut in die Infobox, seid dabei, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, tschüss.